Er hat zwei Söhne und eine Tochter. Zurück in Havanna. Noch immer glaubt Roger Furrer, hier ein Festival durchführen zu können. Ganz einfach, ohne Behördenbewilligung. Noch merkt er nicht, dass er immer mehr ins System hineingezogen wird. Hallo, Mayito. Der Salsa-Star Mayito soll ihm helfen. Maestro. Bienvenido, maestro, a mi casa. Bienvenido a casa mía. Buenas. Hola. Un placer. Te veo aquí, bien. Humildemente. Muy bien. Mucho cariño. Estás aquí en La Habana, estás en casa de, bueno, siempre un amigo de tantos años. Mi amigo Roger. Muchos años en la lucha. Die beiden kennen sich vom Zürcher Festival. Jetzt merke ich erstmals, wie gut vernetzt Roger Furrer hier ist. Mayito ist hier ein Megastar. Viele Jahre war er Sänger der bekanntesten Salsa-Band Kubas, Los Van Van. Yo creo que es una idea maravillosa desde que nació. Yo estoy tratando de ayudar en la posibilidad que me toca. En la posibilidad que conformando, dándole nombres de personas, dándole nombres de artistas, dándole nombres de personas que pueden ayudar. Porque repito, es un honor de verdad. Y yo lo hago corazón. Creo que todos los artistas cubanos lo harían. Todos los que hemos ayudado de alguna manera. Y no tener que ir a hablar con 1000 institutos y nada de eso. No sé. Que todo pertenece a cultura. Cultura es instituto. Toda la cultura nuestra está dirigida, todo está bien organizado. Todos los locales importantes, teatro, todo eso, todo es Instituto de la Música, todo lo que es cultura, música, arte. ¿A qué hace? Yo lo sé. No es privado. Yo lo sé. No es privado. Muss er also doch wieder mit den Bürokraten verhandeln? Noch scheint Roger Furrer es nicht wahrhaben zu wollen. Er versucht es mit einer List. Er will mit dem Festival auf das Gelände des privaten Hotels Milia Cohiba ausweichen. Er trifft sich mit dem gesamten Hotelmanagement. Sie zeigen sich interessiert an seinem Projekt. Aber ganz ohne Behörden. El problema es que como es un proyecto puramente cultural, sí tiene que tener una aprobación del Ministerio de Cultura. Porque es un evento que va a entrar por la parte artística, o sea, por la parte cultural. Es una acción, exacto, o sea, darle un proyecto. No. Sie können gar nichts machen, auch nicht die Regierung. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass auf einem privaten Gelände wie Smelia, dass man da eine Ausstellung machen kann, ohne dass man muss zu oben stehen muss. Aber offenbar geht das nicht. Doch aufgeben will er nicht. Er ist überzeugt, wenn er die wichtigsten kubanischen Künstler und Musiker für sein Festival gewinnt, können die Behörden nicht Nein sagen. Den Maler und Bildhauer Choco überzeugt er sofort. Bei solchen Treffen ist Roger Furrer ganz in seinem Element. Auch einer der zurzeit populärsten Salsa-Sänger, Alexander Abreu, sagt zu. Die bekannteste rein weibliche Salsa-Band Anacaona holt er auch an Bord. Cuánto tiempo.
und Samuel Formel, Bandleader von Los Van Van, der dominierenden Salsa-Band der letzten 40 Jahre. All diese Treffen geben Roger Fuhrer neue Hoffnung. Also, ich kann sagen, einen vollen Erfolg. Aber nach wie vor brauchen wir es okay vom Ministerium und von der Regierung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die würden Nein sagen zu all diesen Grössen. Es ist unmöglich. Also, sie müssten einen ganz, ganz einen triftigen Grund finden, um das zu verhindern. Donde estamos? Ein halbes Jahr später. Ich bin zurück in Havanna, um die Vorbereitungen des Festivals zu filmen. Doch Roger Fuhrer empfängt mich mit schlechten Nachrichten. Er muss eingestehen, sein Plan ist gescheitert. Ja, eben, es ist so, dass mir mitgeteilt worden ist, zuerst einmal, dass der Musikteil nicht stattfinden kann, aber doch der Künstlerteil. Wieso kann der Musikteil nicht stattfinden? Weil wir offenbar gemäß Instituto de la Musica nicht im Programm sind, im Jahresprogramm. Und das muss so sein, wir müssen einfach programmiert sein. Aber gut, ist ja seltsam, sagen sie das so kurzfristig. Aber eben die Sachen sind unergründlich, was Behörden betrifft. Da können wir keinen Einfluss nehmen. Und das kann man auch nicht so rational erklären. Irgendwie. Das ist einfach leicht abstrakt alles. Doch er blickt schon wieder nach vorne, wie es seine Art ist. Jetzt will er die Behörden dazu bringen, ihm für nächstes Jahr eine Chance zu geben. Jetzt fahren wir ins Instituto de la Musica und ich habe leider nicht einmal Zeit gehabt, um mich rasieren. Sehr unangenehm, aber es ist jetzt halt extrem wichtig, dass wir dort pünktlich sind und darum und das müssen wir auf später verschieben. Ja, tatsächlich, es ist da, ich finde es immer noch. Auf dem Balkon dort aus habe ich Stunden verbracht mit Warten. Und der Schweiß ist nur noch so runtergelaufen. Ich glaube, meinen Bauch ein bisschen reduzieren mit dieser Schwitzerei. Auch jetzt heißt es erstmal warten auf seine kubanische Anwältin, die an der Sitzung teilnehmen soll. Hallo? Ah, okay, in Belgis. Yo ya estoy aquí enfrente del instituto. Okay. Ja. Yeah. Okay, ciao. Ah, die Anwältin ist verspätet, ja noch. So geht Roger Fuhrer alleine ins Institut. Dort empfängt ihn Orlando Vistel, Präsident des Instituto de la Musica, höchstpersönlich. Bis Roger Fuhrer zurückkommt, ist es schon stockdunkel. Roger Fuhrer, wie ist es gegangen? Also, wir haben lange müssen warten. Über eine Stunde. Ich habe mich leicht enerviert. Aber man muss sich halt an die lokalen Gepflogenheiten halten. Und am Schluss hat er auf jeden Fall ja gesagt zu allem. Und hat das eine gute Idee gefunden. Er hat sofort gesagt, das ist ein Thema für das Tourismusministerium. Und sie haben auch eine Person vom Tourismusministerium, die sie sofort kontaktieren wollen. Wir müssen jetzt einfach ein ganzes Projekt eingeben und also gemäss ihm wird das bewilligt. Für dieses Jahr aber ist der Traum geplatzt. Um Helfer und Künstler, die schon zugesagt hatten, bei Laune zu halten, organisiert er einen Apero. Im Atelier des bekannten Künstlers Fuster.
Ja, Sadio. Vom Emotionalen jetzt, wie ist der Stand der Dinge? Weil im Prinzip seid ihr hierher gekommen, für ein grösseres Festival zu machen. Jetzt gibt es nur quasi den Apero. Seid ihr enttäuscht? Nein, überhaupt nicht. Also wir haben ja das schon im Voraus gewusst, dass es schwierig wird. Jetzt so kurzfristig im Oktober. Wir sind nicht im Plan von der Regierung. Es ist mir eigentlich viel lieber, dass wir jetzt Zeit haben, auch zum Geld zu finden für den grossen Anlass, der muss finanziert werden. Und doch ist Rochefort wieder in der Situation, die er diesmal verhindern wollte. Ausgeliefert der Willkür der kubanischen Behörden. Aber ich traue ihm zu, dass er es schafft. Mit seinem Fieber für Havanna. Und dem Zweckoptimismus, den es wohl braucht, um hier etwas auf die Beine zu stellen. Hermosa Havana, lindo es tu prado, lindas son tus calles, bello es tu mar.